Guten Abend, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen und hier im Studio. Ich heiße Sie willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trotha trifft. Heute treffe ich einen Gast, den Sie, glaube ich, schon in hohem Maße kennen. Von der Bühne hier in Berlin, auf der Bühne an einem Pult, um zu rezitieren, oder in seinen vielen Funktionen, in denen er sich als Bürger Berlins verdient macht, in Vereinen und anderen, die sich auch unterschiedlichsten kulturellen Aufgaben widmen. Wen rühme ich so? So heiße ich Sie also jetzt herzlich willkommen, Herr Hans-Jürgen Schatz. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind, zu mir gekommen sind. Und wir verraten zu Beginn auch bei Schauspielern das Alter. Sie sind 54 Jahre und eben habe ich noch gehört, Sie sind klassischer Berliner. Ohne dass ich das so richtig mal so raushören kann. Vielleicht schaffen Sie das noch mal, mich mit einem entsprechenden Berliner Satz zu überzeugen. aber sind Sie in Berlin hier aufgewachsen auch die ganze Zeit? Oder sind Sie ein, wie man sagen würde, in Bayern sagt man, ein Neigschmeckter, also irgendwann mal? Nein. Also ich bin kein gelernter Berliner oder einer, der hier zufällig abgegeben wurde. Ich bin in Berlin geboren, in Wilmersdorf. Ich bin dann in Kreuzberg aufgewachsen, bin da zur Grundschule gegangen, aufs Gymnasium gegangen, habe da Abitur gemacht und wohne jetzt witzigerweise wieder in Wilmersdorf. Also da hat so ein Kreis, nimmt die Runde da. Mal sehen, wie oft es noch rumgeht. Ja. Aber bodenständig, wie ich bin, bleibe ich da aber wahrscheinlich. Aber im Westteil der Stadt. Aber ich bin ein geborener Westberliner, sagen wir so. Aber ich bin auch, und das war ich doch sehr schnell nach 89, doch ein geborener Gesamtberliner. Also da haben viele damals nicht so richtig begriffen, was eigentlich passiert ist. Manche Menschen haben doch relativ schnell begriffen, was passiert war mit dem Fall der Mauer. Und da möchte ich mich doch dazu zählen. Ah ja, gut. Mich hat es ja auch dann der Fall der Mauer hier gelockt. Ich habe es auch vielleicht nicht ganz so von vornherein immer begriffen, was mit dem Fall der Mauer wirklich für Berlin alles sich ereignet hat. Weil ich meinte, es müsste sich mehr ereignet haben, als es sich dann nach der Mauer wirklich ereignet hat. Aber das wäre ein politisches Thema. jetzt würde ich Sie fragen, Sie sind nun ja auf allen Bühnen Berlins ja fast schon zu Hause. Sind Sie auch ein geborener Schauspieler? Was ist ein geborener Schauspieler? Was ist ein Schauspieler überhaupt? Frage an Sie. Also ich kann das gar nicht. Was ist der geborene Schauspieler? Also was braucht man dafür? Liebe zum Theater, Liebe zum Spielen, vielleicht Liebe dazu, Menschen zu unterhalten. Ja. Was ja nicht immer heißen muss, dass man nur Pointen serviert. Ja. Auch ein ernstes Theaterstück ist Unterhaltung letzten Endes. Ja. Sagen wir mal so, ich fühle mich da sauwohl. Insofern bin ich vielleicht ein geborener Schauspieler. Sind Sie durch die üblichen Laufbahnen durchgegangen? Also nicht. Sie bei mir war alles wie immer ganz anders. Ganz anders. Also, ich glaube, ich bin nur in diesem Beruf gelandet, weil ich es nicht werden wollte. Also alles, was ich beruflich oder auch privat im Leben wollte oder unbedingt wollte oder angesteuert habe, das hat nie geklappt. Und die Dinge, die sich, wenn es Zufälle gibt, durch Zufall ergeben haben, die auf mich zukamen, die plötzlich da waren, das hat immer sehr, sehr lange gehalten, wie zum Beispiel in dem Beruf nun also mittlerweile über 30 Jahre. Ja, und welcher Zufall hat Sie dann in dieses Genre des Schauspielens geführt? Ich war schon in meiner Schulzeit, bevor ich Abitur machte, in der Position, in der Sie jetzt sind. Ich habe andere Leute befragt. Ich war mit 14, 15, 16, also bis zum Abitur bei Hans Rosenthal im Rias Berlin, der damals Unterhaltungschef dort war, lange bevor er Dalli Dalli im ZDF machte, war ich dort freier Mitarbeiter mit Hausausweis und mit der schweren Nagra über dem Arm, habe ich also Umfragen gemacht auf Straßen und viele berühmte Kollegen interviewt, mit denen ich später gedreht habe und dachte, ich würde in Richtung Journalismus gehen. Ja. Und so kam ich auch mit vielen Leuten vom Theater zusammen, vom Fernsehen zusammen und irgendwann sagte Gabriele Schramm, die Berliner Zuschauer noch kennen, als jüngste der drei Damen vom Grill, die anderen beiden waren Brigitte Gotum und Biggie Mira. Gabi sagte irgendwann zu mir, du hör mal, die suchen Jungs wie dich für einen Film bei der ZBF. Das war damals eine Schauspielagentur quasi vom Arbeitsamt. Damals hieß das noch Arbeitsamt. Und geh doch mal dahin. Gabi, du bist verrückt geworden. Mache ich nicht, bin doch kein Schauspieler. Ich hatte aber als Regieassistent am Theater, denn da war ich gleich nach dem Abitur auch gelandet, neben Studium und neben Rias. Bin ich da hingegangen. Eva Probst, bekannte Schauspielerin 50er, 60er Jahre, war damals dort die Vermittlerin. Und die sagte, ja, ich kenne sie, ich habe die auf der Bühne schon gesehen, weil ich so als Regieassistent muss man ja mal sowas mitspielen auch.
Daraus wurde auf Anhieb eine Hauptrolle in einem Kino- und Fernsehfilm Flamme empor. Yeah. Das war 1978 und seitdem hatte ich auch keine freie Minute mehr. Also seitdem, ich habe mich lange geniert, mich Schauspieler zu nennen, aber es hat ja nun keinen Sinn mehr. So ist es jetzt. Auch wenn man den Beruf überhaupt ja nicht erlernt hat in dem Sinn. Ja, also nicht in einer, Sie fragten nach den üblichen Instanzen, also Schauspielschule, Vorsprechen, so, Theater und so weiter. Mhm. Dieses alles ist mir erspart geblieben. Ich habe nach diesem Film unendlich viel fürs Fernsehen gedreht, wahnsinnig viel Theater gespielt und hatte das große Glück, immer neben nicht nur berühmte, sondern sehr, sehr gute Kollegen gestellt zu werden auf der Bühne oder vor der Kamera. Und da konnte man sich auch eine Menge abgucken. Also ohne zu kopieren, konnte man eine Menge lernen. Und ich denke, jeder, der mit offenen Augen oder mit offenen Ohren durchs Leben geht und ein bisschen was mitkriegt von dem, was so um ihn herum los ist, kann eine Menge lernen. Wenn Sie beide Disziplinen, Theater und Film, Sie haben mit dem Film angefangen, miteinander vergleichen, schlägt für eine der beiden Disziplinen etwas mehr Ihr Herz oder ist das eigentlich, hält sich das schön die Waage? Nein, also ich kann wirklich sagen, ich mache immer das wahnsinnig gerne, was ich gerade mache. Sei es also, dass ich eine Lesung vorbereite, eine CD oder ein Konzert mit Freunden von den Berliner Philharmonikern, Theaterspiele oder Fernsehen mache. Das mache ich immer gerne. Nur mein Finanzamt freut sich beim Fernsehen mehr, weil das natürlich, wir wissen es alle, besser bezahlt wird. Diese Lesung, also Ihr drittes Bein, Film, Theater, Lesung, das treibt Sie ja, ich bin Ihren Spuren mal in Bayreuth begegnet, also irgendwo plötzlich sieht man Sie und Sie treten da an. Ist das auch ein drittes gleichwertiges Standbein oder ist das, ich sag mal, begleitend zu den beiden anderen Dingen? Also ich habe das 1989 angefangen mit Erich Kästner. Dann habe ich sehr schnell, meine große Liebe zur klassischen Musik kam dazu, mit Musikern gearbeitet, damals mit Klaviertrio. Wir haben ein E.T. Hoffmann-Programm gemacht, weil E.T. Hoffmann ein Lieblingsautor von mir ist. Und so ist das ein Riesenrepertoire geworden. Ich frage mich, wann ich in den Jahren das erarbeitet habe und ja alles auch noch zigmal auf Podien, auf Bühnen, sei es in der Philharmonie oder in herrlichen Theatern gelesen oder vorgetragen habe, mit und ohne Musik. So ist dass sich das, also da kommt meine frühe Leidenschaft fürs Lesen raus. Ich habe als kleiner Junge schon wahnsinnig viel gelesen. Und schlägt da offenbar durch. Aber an der Schule, wo Sie waren, gab es kein Spielen, oder? Na, selbstverständlich. Ich erfülle alle Klischees, ich war auch schlecht in Mathematik, falls die Frage kommt. Nein, ich habe tatsächlich in der Grundschule, ich erinnere mich, als ich im zweiten Schuljahr war, haben wir für die Schüler, die nach uns dann eingeschult wurden, haben wir schon zu dritt ein kleines Theaterstück aufführen müssen. Und das ging auch so weiter auf der Grundschule. Am Gymnasium hatten wir keine Theatergruppe, einen Schulchor, für den war ich nicht so wahnsinnig geeignet, weil ich weiß mittlerweile, dass ich auch mit großem Orchester sehr gut singen kann auf der Bühne. Ich singe richtig. Ob ich schön singe, weiß ich nicht. Aber zweistimmig und dreistimmig, heikle Angelegenheit. Deswegen war ich für den Chor, glaube ich, nicht so geeignet. Ich habe die Chorkonzerte moderiert. Ja, toll. Aber dann höre ich also auch noch, im Singen sind Sie in dieser Disziplin zu Hause. Mathematik sagen Sie, sind Sie nicht zu Hause. Gibt es eine weitere... Aber ich kann gut rechnen. Ja, so muss man vielleicht auch. Aber gibt es eine weitere Disziplin, die, wo Sie sagen, nee, das kann ich überhaupt nicht. Und doch ist es im künstlerischen Sektor irgendwo angesiedelt. Müsste ich überlegen. Also ich musste bisher nicht Ballett tanzen. Ach ja. Ich kann einen Fuß von anderen setzen auf der Bühne und könnte auch, wenn es sein muss, im musikalischen Kabarett oder mal ein Musical, das könnte man natürlich auch ein paar Schritte wie ein Schauspieler, das kann auch tanzen oder so, wie man als Schauspieler eben singt, das ist alles kein Problem. Sonst weiß ich nicht. Also da ich die Ausbildung nicht hatte, ich könnte jetzt nicht zack, 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 Lope de Vega oder Hamlet hier flott losfechten oder so. Aber man kann ja viel lernen. Also ich habe auch zu Fahnderzeiten gestaunt für eine Folge, wo Dominik Graf Regie machte, habe ich 2 Stunden mit einem Stuntkoordinator und einem Kollegen eine Riesenschlägerei geprobt. Und ich war erstaunt, ich konnte rückwärts über Sofas fliegen und wieder aufstehen. Ich konnte zurückschlagen und dieses und jenes alles machen. Man kann das meiste, kann man lernen. Also ich bin beweglicher, als ich von mir gedacht habe. Nun haben Sie dann also schon eine lange, lange Zeit, würde ich jetzt die Schulzeit als auch schon Beginn von Schauspielen berechnen. Na, wo spielt man nicht, wenn in der Schule? Ne? Dann sind das ja schon weit über 40 Jahre. Wenn Sie jetzt mal diese Jahrzehnte Revue passieren lassen, gab es für Sie einen Regisseur, wo Sie sagen, also mit dem habe ich am Theater oder im Film ganz besonders gern gearbeitet, weil der mir sehr viel gegeben hat oder der gab mir viel Freiheit im Darstellen. Was ist überhaupt für Sie wichtiger, dass Ihnen Freiheit eingeräumt wird oder dass Ihnen ein Regisseur sagt, so sollst du es bitte machen und dann ist das der Rahmen?
Viele Fragen auf einmal. Ja. Ich fange mal bei den Regisseuren an. Ich hatte das Glück, am Anfang gleich zusammenzuarbeiten mit Wolfgang Staudte. Ein Name, der den Jungen kaum mehr was sagt, aber was für ein Filmregisseur. Wolfgang Staudte für die Serie Der Eiserne Gustav, mit Gustav Knuth war das. Mhm. Wolfgang Liebeneiner, diese Regisseure habe ich alle kennengelernt. Der wunderbare Michael Braun, bei dem ich meinen ersten Derrick gespielt habe und eine Serie für Baden-Baden gedreht habe. Regienamens bleiben ja immer nicht so wahnsinnig hängen bei den Leuten. Mhm. Aber es gab einige, die, ja, die lassen an der langen Leine laufen. Es gibt welche, die machen genau das Gegenteil und machen einen unfrei, sind oft auch sehr aggressiv dann oder werden gerne laut und meinen, sie müssten jetzt und das funktioniert bei mir nun überhaupt nicht. Ich habe es aber sehr, sehr gerne. Ich komme meistens zur Probe oder zum Drehen mit einer Sache im Kopf, wie ich das spielen möchte. Dann, wenn man was anbieten kann, natürlich. Bei der Kürze der Zeit, die man beim Fernsehen hat oder auch bei kurzen Theaterproben, oft muss man schon ein bisschen wissen, was man eigentlich will. Aber wenn jemand sagt, du, da möchte ich, dass du das so und so machst, dann ist das eine zusätzliche Herausforderung und gibt ja auch einen Halt und eine Sicherheit, so eine Art Gerüst, in das man sich begeben kann, um dann diese Szene oder vielleicht eine ganze Rolle so zu spielen. Also am Theater, ich habe es geliebt, mit meinem Kollegen und Freund, darf ich sagen, Charles Renier zu arbeiten. Er hat Lars Menagerie mit seiner Frau Sonja Ziemann und mir inszeniert. Das war natürlich eine einzige Wonne. Ich hatte das große Glück, zweimal in der Regie von Wolfgang Spier zu spielen. Einmal in Köln und einmal hier in Berlin. Und wir waren dann fast 500 Vorstellungen lang Partner auf der Bühne. Also das ist natürlich eine Wonne, lieber Wolfgang, lieber Charles. Also das ist, da denke ich mit großer Dankbarkeit zurück. Da sind Sie damit ja auch direkt in Ihr Hauptbetätigungsfeld, nämlich Komödie und Theater im Kurfürstendamm hineingeraten. Ich würde nicht sagen Hauptfeld, also Komödie. Ich habe zwar sehr, sehr viel Dinge gespielt, auch im Fernsehen oder im Theater, die unterhaltend im Komödienbereich waren. Aber ich habe auch gespielt Wedekind und Grabbe und Goldoni und Tennessee Williams. Also es waren auch andere Stücke oder auch andere Fernsehsachen. Ja, ich meinte nur, dass als beide Theaterstätten, Komödie und Theater im Kurfürstendamm. Ja, gut, ich habe in Berlin Hansa-Theater auch gespielt, als es noch gab, Renaissance-Theater, Hebbel-Theater. Aber das ist richtig, in den letzten 12 Jahren sehr, sehr viel für die Wölfers gespielt. 5 Produktionen, wo wir das Glück hatte, dass die alle auch sehr erfolgreich waren. Wir manchmal sie zweimal im Kudamm gespielt haben, zweimal auf Tournee in anderen Städten. Das ist natürlich schön, da bist du weg von der Straße, das ist richtig. Jetzt höre ich ein bisschen den Berliner raus. Aber Sie setzen sich eben auch, weil das Theater am Kurfürstendamm, jeder kennt das, jeder Berliner weiß die Problematik, da setzen Sie sich auch sehr stark, und damit komme ich ein bisschen auf Ihr bürgerschaftliches Engagement zu sprechen, sehr stark für den Erhalt dieses Theaters ein. Meinen Sie, dass dieses Theater, so wie es jetzt geplant ist, Sie sind da ja sehr viel stärker involviert als manche Berliner, tatsächlich so auch seine Überlebenschance bekommt, oder ist es immer noch in der Gefahr, dass das nicht weiter sich möglicherweise fortsetzen kann? Also ich bin mittlerweile überraschenderweise geworden Vorsitzender von dem Verein Rettet die Kudammbühnen e.V. Da kann jeder Mitglied werden. Wir sind zu finden natürlich im Internet, Rettet die Kudammbühnen. Natürlich sind beide Theater, Komödie und Theater am Kurfürstendamm, nach wie vor vom Abriss, nicht von der Schließung, vom Abriss bedroht. Das muss man sich vorstellen, dass da, wo wir heute sitzen und Anita Kupsch oder Brigitte Grotum sehen, die Abrissbirne steht, sind beide vom Abriss bedroht, weil der jetzige Eigentümer des sogenannten Kurfürstendamm-Karrees, was ja nicht das ganze Karree ist, sondern Teile davon ja betrifft, natürlich dort vorne am Kurfürstendamm gerne über 2-3 Etagen, also geht ja nicht nur um Quadratmeter, geht ja um Geschossflächen, sogenannte Ankermieter haben möchte. Das heißt, große Ladenketten, die diese irrsinnig teure Miete, die man nehmen kann, an solchen Boulevard zahlen kann. Ein Theater kann das nicht zahlen. Unser Verein tritt dafür ein, beide historische Theater, die der berühmte Theaterarchitekt Oskar Kaufmann erbaut hat, von dem wir in Berlin das Hebbel-Theater haben, Renaissance-Theater, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Er hat auch die Krolloper erbaut, die den Krieg noch nicht überlebt hat. Diese beiden Theater stammen von Oskar Kaufmann, unverkennbar in seiner Handschrift, für Max Reinhardt, den großen Theatermann, Mitte und Ende der 20er Jahre erbaut. Wir treten dafür ein, dass diese beiden Theater in bespielbarem Zustand erhalten bleiben. Der Investor sagt, nein, das steht mir im Weg und möchte uns weismachen, und ich glaube nicht daran,
dass ein neues Theater entsteht im dritten, vierten, fünften Stock. Sagen wir mal jetzt da, wo jetzt die Komödie ist, da ganz oben. Und ich kann aus meiner laienhaften Sicht nicht einsehen, wie ich da jeden Abend 650 Leute vielleicht noch raufkriege. Ja. Aber wie kriege ich sie nach der Vorstellung runter und wie kriege ich sie, angenommen es bricht etwas aus, ein Feuer oder was, wie kriege ich sie runter? Also ich denke, Brandschutz und tausend andere Sachen werden dagegen sprechen. Die Gefahr ist, dass es eines Tages da gar kein Theater mehr gibt. Und das wäre für den Kurfürstendamm und die Infrastruktur ganz fatal. Ja. Wir haben am Kurfürstendamm ganz viele Restaurants verloren die letzten Jahre, Kaffeehäuser, wir haben keine Kinos mehr. Ja. Der Kurfürstendamm droht tot zu sein am Abend. Dazu tragen die Theater bei, das zu verhindern. Mhm. Denn es sind ja in besten Zeiten, in den letzten Jahren pro Jahr 250.000 Zuschauer dort gewesen. Ja. Ja. Die Theater sind ja ein Erfolg. Nicht umsonst hat der Senat, vertreten durch Klaus Wowereit und André Schmitz, ja nun zuletzt dem Theater auch große finanzielle Unterstützung gegeben, weil sie ihm keine Miete zahlen können, die da verlangt wird. Das können sie mit dem Privattheater heute unmöglich schaffen, egal welche Stars da auftreten. Also ich kann nur alle Berliner warnen, auf etwas hereinzufallen, was in der Zeitung steht. Meistens stimmt es nicht. Aber man kann wir leben in einer freien Stadt, in einem freien Land, an den Bürgermeister, an den Bezirksbürgermeister. Der Bezirk bestimmt das. Der Bezirksbürgermeister, der Baustadtrat, die BVV bestimmt das. Und man kann Leserbriefe schreiben und sich natürlich dagegen wehren, gegen diese Sachen, dass Komödie und Theater am Kurfürstendamm abgerissen werden. Dann sage ich das jetzt nämlich gleich mal in die Kamera hinein. Sie haben das gerade gut gehört von Herrn Schatz. Meine Damen und Herren, Sie waren sicher schon mal am Theater am Kurfürstendamm oder in der Komödie. Und Sie haben dort die großen Erfolge miterlebt. Dann ist das jetzt ein toller Appell, einfach schreiben Sie da einfach an den Senat oder an den Baustadtrat, wenn es wirklich der Bezirk ist, an den Baustadtrat, damit in Berlin jemand Bescheid weiß, der politisch verantwortlich ist, dass diese Theater sehr in dem Berliner Kulturleben verankert sind und erhalten bleiben müssen. Also dieser Appell geht nochmal über die Kamera. Sie sind aber, jetzt will ich auch noch mal ans weitere Bürgerschaftliche, Sie sind ja unglaublich in anderen, Liebermannhaus zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein, oder die Gräber. Erzählen Sie uns kurz noch, was da alles noch in Ihren Händen sich befindet. Naja, in meinen Händen, also es sind immer natürlich viele Hände, natürlich das viele ist klar. Hände, aber ich bin 1996 schon Mitglied der Max-Liebermann-Gesellschaft geworden, die sich zum Ziel gesetzt hatte, seine Villa am Wannsee zu einem Museum zu machen. Da war ein Tauschsportverein drin mit einem Vereinsheim. Da hat man einen Ersatz gefunden und konnte also erreichen, dass die Sportler ausziehen. Und wir wissen mittlerweile, es ist eine große Erfolgsgeschichte. Garten und Haus, ich sage es bewusst in der Reihenfolge, Garten und Haus von Max Liebermann sind ein Garten- und Hausdenkmal von Weltbedeutung. Es gibt auf der Welt wenig erhaltene, original erhaltene Künstlerhäuser, wo man ein berühmter Künstler gearbeitet hat, zeitweise gelebt hat und wo wir wissen, was er dort gearbeitet hat. Da habe ich seitdem, ich glaube, über 30 Benefizveranstaltungen gemacht. Also es dürfte ein stolzes fünfstelliges Sümmchen in D-Mark und Euro zusammengekommen sein. Und man kann sich anderweitig kümmern, dass Geld einkommt, denn die Liebermann-Villa wird ausschließlich von privaten Geldern finanziert. Da fließt kein öffentliches Geld. Das sind nur Mitgliedsbeiträge von über 1.500 Mitgliedern. Das sind Spenden, das sind Benefizveranstaltungen. Das andere ist noch komplizierter, weil Spenden zu erzielen, das Thema Sterben ist ja nicht so wahnsinnig angenehm. Begraben kostet Geld und ein Grab pflegen ist noch mal furchtbar. Also wir haben viele große Friedhöfe in Berlin, historische Gräber, sehr, sehr viele, wo Berühmtheiten begraben sind. Denken wir mal an die Baumeister Schade und Schinkel oder Bertolt Brecht, Heinrich Mann, Adolf Menzel und so weiter und so weiter. Und die verfallen zusehends. Also dieses, der Begriff Vergänglichkeit hat auf diesen Friedhöfen mittlerweile eine doppelte Bedeutung. Und viele Gräber aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert verfallen. Das sind aber unbedingt doch Zeugnisse unserer Kulturgeschichte. Da liegen Leute begraben, die den großen Ruf Berlins in den letzten 200-300 Jahren begründet haben. Und da versuche ich mich zu kümmern. Und das kann man machen, indem man Spenden sammelt, indem man Benefizveranstaltungen macht und dann sich mit dem Landesdenkmalamt Summen teilt oder mit anderen Spendern und dann möglichst Architekten und Handwerker vielleicht noch ins Boot holt, die bereit sind, für weniger zu arbeiten. Kollegen, Musiker, Sänger, die Benefizkonzerte mitmachen und so. Also da ist einiges viel gelungen. Ich bin gerade heute Nachmittag wieder gewesen in der Bergmannstraße in Kreuzberg, wo ich fatalerweise schon wieder Ideen habe, was man machen könnte. Aber es werden da demnächst auch 3 Gräber gemacht. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat letzte Woche 46.000 Euro für uns freigegeben, auf unseren Antrag hin, um bestimmte Gräber, darunter Adolf von Menzel, Heinrich von Stephan, der das Deutsche Postwesen begründet hat, dass die restauriert werden können. Also wenn man das hört, Theater, Film,
Rezitator, unzählige Benefit-Sachen. Wo haben Sie noch ein Privatleben? Ja, und jetzt sitze ich auch noch hier. Ja, und dann noch hier. Naja, das Schöne ist ja, dass ich das, was ich verstehe, nicht als Arbeit verstehe. Ja. Daniel Barenboim hat sehr klug gesagt über sich, wenn ich das, was ich tue, als Arbeit verstehen würde, würde ich nicht die Hälfte davon machen. Also so ist das. Nein, es ist tatsächlich ja, ich sagte es vorhin beim Lesen, quasi mein Hobby zum Beruf geworden. Also alles das, was ich privat immer gern gemocht habe, ins Theater gehen, ins Konzert gehen, in die Oper gehen, Filme gucken, das darf ich jetzt selber machen, das ist mein Hobby und ich kriege auch noch Geld dafür. Das ist doch großartig. Aber diese anderen Dinge, Berlin, Berliner Geschichte, das hat mich immer schon interessiert. Ich bin, wie gesagt, in Kreuzberg groß geworden, in der Nähe vom Halle Tor. In der Nähe dieser Friedhöfe, um die es mir in der Hauptsache im Moment geht, weil das meine alte Heimat ist, am Halleschen Tor und in der Bergmannstraße. Und dann kümmert man sich darum. Also ich bin in der glücklichen Lage, das machen zu können, was mir Spaß macht, was ich gerne mache, was ich für wichtig und für richtig halte. Und wenn man dann die richtigen Verbündeten findet, und wir haben in unserem Kulturstaatssekretär einen wunderbaren Verbündeten für solche Sachen, den aus dem Amt geschiedenen Gartenbaudirektor dieser Stadt, von Klaus von Krosigk, Leute, die auch das leben, die das nicht nur machen, weil sie jetzt auf dem Sessel sitzen und Beamter sind, sondern weil sie das leben und gerne tun, um mit denen zusammenzuarbeiten zu dürfen und dann so etwas zu erreichen. Dass man, guck mal, Iflandgrab sieht toll aus. Und warum? Na, hast du ein bisschen gepiekt, bist den anderen ein bisschen auf die Nerven gegangen und auf einmal entsteht etwas. Ja, toll. Nun sagen Sie, Sie erfüllen sich alle Wünsche, indem Sie eigentlich nur das machen, was Sie sich gewünscht haben, nämlich spielen, alles, Benefiz, alles. Wo bleibt dann noch ein noch nicht erfüllter Wunsch? Gibt es den überhaupt? Ja, also ich würde gerne morgen Lotto gewinnen. Ja, das ist dafür müsste ich aber spielen. Dafür müsste ich spielen. Nein, da wüsste ich auch, was ich mit dem Geld mache. Ich glaube, das Wenigste würde ich für mich brauchen oder sowas. Ich brauche nicht viel. Ja, kann ich gar nicht sagen, was ich für Wünsche habe. Ja, ich würde vielleicht gerne auch mal eher die unsympathischen Rollen spielen, die weniger freundlichen Rollen spielen, sowohl im Theater wie im Fernsehen, weil sie noch mal interessanter sind. Aber ich aufgrund meiner Erfahrung möchte ich mir eigentlich gar nichts wünschen, weil dann kommt es nicht. Ach so. Aber die Dinge, mit denen ich nie gerechnet habe, wie zum Beispiel die Fahnder-Serie. Ja, ich wusste doch nicht, dass sowas gedreht werden würde. Ja. Dann spielst du in Köln Theater und dann sagen die beim Westdeutschen Werbefernsehen, können Sie, bevor Sie in die Vorstellung gehen, nochmal Fotos abgeben? Wir bereiten damit der Bavaria eine Serie vor. Ich sage, ja. Und dann sage ich, worum geht's denn? Ja, wir planen da eine Krimiserie. Da dachte ich, warum soll ich in der Hauptrolle eine Krimiserie spielen? Das ist doch völlig idiotisch, wird mir doch nie passieren. Dann waren es 90 Folgen. Ja. Oder ich habe in einem Interview in München, sagte ich zu der Kollegin vom Merkur, die sagte, gibt es was in Ihrem Beruf, was Sie unbedingt noch machen wollen? Sagen, ja, einmal so ein Frack und Klack die große Treppe runterkommen, vielleicht so eine Show moderieren. Ja, ja. Daraufhin habe ich viermal Zirkusvorstellung Benefiz im Zirkus Krone moderiert. In der Manege, als Stallmeister in der Manege mit rotem Frack und Stiefeln, allem drum und dran und Zylinder. Aber das passiert. Also ich will nicht sagen, dass ich wunschlos glücklich wäre, aber ich könnte im Moment nicht mal sagen, das und das wünsche ich mir jetzt konkret. Ich wünsche mir ganz konkret, dass Komödie und Theater am Kurfürstendamm stehen bleiben. Und dass da Theater gespielt wird. Das wäre für Berlin ganz wichtig, für den Kurfürstendamm, für den Bezirk, für ganz Berlin. Denn man darf nicht vergessen, wir haben solche Theater nicht nochmal. Ich meine nicht nur architektonisch, sondern wo dieses Genre bedient wird. Jochen Buss hat völlig recht, wenn er sagt, wenn diese Theater nicht mehr spielen, schließen wir 250.000 Menschen dieser Stadt vom aktiven Theatererleben aus. Das muss man sich bitte auch mal überlegen als Politiker. Aus dem Umland auch, natürlich. Nicht, denn die Menschen gehen dann eben nicht zu Klaus Peymann oder zu Ulrich von Kuhn ins Theater, sondern die wollen diese Genre haben. Und das gibt es nicht nochmal. Also wir vernichten da etwas, was wir nicht mehr haben in dieser Stadt. Das wäre natürlich ein ganz großer Wunsch, dass das in Erfüllung geht. Aber ich fürchte, da geht Kommerz vor Kultur oder vor Kunst oder wie auch immer. Gut, die Leute sind Kaufleute, die müssen und wollen ein Geld machen. Aber wir wissen auch, dass es den jetzigen Besitzern nicht ganz so gut geht. Also ich wünsche mir nicht, dass es denen noch schlechter geht, aber ich wünsche mir, dass die Theater stehen bleiben, sagen wir so. Gut. Ich wollte Sie doch auch fragen, und zwar, weil viele Schauspieler brauchen ja, um sich sie kriegen sie offenbar ohne große Mühen, fließt ihnen zu, aber manche brauchen ja Agenturen und Ähnliches. Sie sind Ihr eigener Manager, das heißt, Sie nutzen nicht auf dem einen oder anderen Sektor noch eine Agentur, die Sie vertritt, etwa bei den Rezitationen oder bei anderen schauspielerischen Engagements. Also auch in unserem Beruf gilt, was du nicht selber machst, tut auch kein anderer für dich. Das ist so.
Und ich bin in der Tat mein eigenes Unternehmen für die Lesungen, weil ich denke mir die Sachen auch selber aus. Also große Projekte mit Musik, sei es mit Orchester, mit Sängern, mit Kammermusikern, die denke ich mir selber aus. Dann wollen wir das machen? Ja, dann findet man einen Veranstalter, der das macht. Und dann kann es unter Umständen eine Erfolgsgeschichte werden, wie Stefan Zweigs Erzählung über die Komposition von Händels Messias. Das mache ich jetzt schon, ich glaube, zum 10. Mal. Mit Christoph Hartmann von den Berliner Philharmonikern, dem Oboisten, mit der legendären Cembalistin Hedwig Billgram. Das läuft dann so eine Geschichte. Aber ansonsten Agenturen, natürlich habe ich eine Schauspielagentur. Ja, wir versuchen es miteinander. Ich habe eine Agentur für musikalische Sachen. Wir versuchen es miteinander. Und ich wünschte, da ich ein wirklich großes Repertoire habe, mit dem man Geld verdienen kann für Lesungen, für Rezitationen, dass jemand sich dessen annehmen würde. Aber letzten Endes sind die Honorare für Lesungen offenbar zu gering, als dass, wenn eine Agentur ihre 10-15% kriegt, dass man sagt, ja, das macht so viel Mühe, das zu verkaufen und hin und her, was gar nicht stimmt eigentlich, sonst könnte ich es ja nicht auch schaffen, dass das niemand macht. Da wünschte ich mir, da wäre jemand, der das wirklich vermarktet richtig. Das wäre eine feine Sache, aber es geht ja auch so sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Jetzt kommen im Dezember wunderbare Sachen wieder am Renaissance-Theater hier in Berlin. Also es läuft ja. Wunderbar. Also Sie könnten auch nie Berlin verlassen, nicht? Also für Sie ist ja Berlin so im Zentrum aller Ihrer Facetten, Ihrer Tätigkeiten, dass Sie sich nie haben je überlegen können. Ja, höre ich da jetzt ein Bedauern? Oder nein. Ich höre natürlich absolute Begeisterung und nein, das würde ist Sie fesseln hier an Berlin. Früher, also man hat ja immer gesagt, da wo du wohnst, hast du sowieso am allerwenigsten zu tun. Das ist ja in der Regel auch so. Nur dadurch, dass ich mich berlinisch bin durch und durch und hier für diese Dinge mich engagiere, ist es natürlich in Berlin besonders viel. Aber letzten Endes habe ich überall woanders mehr Theater gespielt und natürlich war ich fürs Fernsehen überall woanders. Aber in der eigenen Stadt präsent zu sein, ist natürlich besonders schön. Ja, weil Sie dann auch überall erkannt werden. Das ist ja manchmal nervig vielleicht, wenn Sie... Dann soll man nicht in den Beruf gehen. Also die Kollegen, die sich darüber aufregen, kann ich nicht bedauern oder nur bedauern. Also ich meine, entweder oder. Ja, wenn du den Kopf aus dem Fenster steckst, dann sieht das auch einer. Das ist doch klar, oder? Gut. Wenn Sie so... Also Sie sind ja nur unglaublich engagiert. Und bleibt da noch Zeit für einen privaten Sport oder für... Wo finden Sie Ihren Ausgleich? Bei diesen vielen Beschäftigungen brauchen Sie ja irgendwo auch mal Muße, Ausgleich. Ist das Wandern? Ist das Schwimmen? Ist das... Also malen Sie vielleicht? Zeichnen Sie? Nein, auch kein Batik und keine Töpferei. Lieber Herr von Trotha, nein, überhaupt nicht. Nein, tatsächlich habe ich vor ein paar Jahren etwas wiederentdeckt, was mir schon in der Schule sehr lag. Ich gehe gern laufen, also joggen. Oft mehrfach die Woche, wenn ich kann. Und das ist ja ein wunderbarer Sport, den man hier überall ausüben kann. Auf Theatertourneen tut man halt ein paar Schuhe, ein paar Klamotten mehr im Koffer. Und dann treffe ich auch mal Kollegen. Unterwegs begegnen wir uns dann plötzlich, wenn ein Hotel mal außerhalb liegt, wie wir immer umeinander rumrennen. Das kann man natürlich machen. Das tue ich gerne. Das kann ich auch gut. Ich möchte nicht durch irgendeinen Sport mich noch mal in eine Abhängigkeit begeben, indem ich einen Platz mieten muss, einen Partner brauche oder ich weiß nicht, so eine blöde Golfausrüstung mit mir rumschleppe oder was. Gott behüte. Nein, überhaupt nicht. Aber ansonsten, wenn ich ein Buch aufschlage und lese, tauche ich eine andere Welt ab. Das ist auch ein Ausgleich oder Muße. Oder ich. Und dazu bleibt auch noch Ihnen genügend Zeit, ein Buch Also ich habe mir vor Jahren gesagt, ich verbiete dir ab sofort, Hans-Jürgen Schatz, am Abend im Bett noch etwas Berufliches zu lesen. Da lese ich ganz andere Bücher. Das Buch aus, fertig. Ich habe es auch mal geschafft. Das war aber so, als ich überwiegend Fernsehen gemacht habe, am Wochenende nichts zu arbeiten und zu machen, außer Sonntagabend Text für Montag vielleicht zu lernen. Aber dadurch, dass man mit Lesungen und Theater am Wochenende natürlich immer besetzt ist, hat man dafür Montag frei oder Dienstag frei oder so. Es schiebt sich ja so. Gut. Aber jetzt fragen Sie mich nicht, wann waren Sie jetzt im Urlaub? Ich könnte es nicht sagen. Ich bin auch keiner, der sich 4 Wochen an den Strand setzen kann. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Das würde ich auch nicht unterstellen können. Dabei bin ich so herzlich gerne faul. Das glaubt mir auch keiner. Ich muss mich immer selber treten. Du musst jetzt das lernen. Du musst das vorbereiten. Unter Zeitdruck kann man ja viel. Ja, Herr Schatze, wir sind bereits in der letzten Minute. Man glaubt es nicht. Ganz schnell ist es wieder vergangen, diese halbe Stunde. Ich bedanke mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. So lebendig das mal auch geschildert haben, in den vielen Sparten, in denen Sie tätig sind. Ich wünsche einfach für Ihren Weg, Ihren weiteren Weg hier in Berlin ganz besonders, nicht nur am Theater, nicht nur im Film, einen weiteren großen und weitere Erfolge. Auch in diesem bürgerschaftlichen Engagement, da wird die Stadt Sie sicherlich ausgezeichnet haben, aber es wird Sie ja eher motiviert haben.
darin weiterzuarbeiten und weil sie einfach in dieser Stadt schon enorm Spuren hinterlassen haben. Und dass sie auf diesem Weg weiter erfolgreich sein werden mögen, jetzt habe ich tatsächlich Deutsch in schlechtem Deutsch gemacht, das wünsche ich Ihnen und bedanke mich, dass Sie die Zeit sich genommen haben, hier zu uns zu kommen. Danke Ihnen. Vielen Dank und bis ein andermal. Danke. Dankeschön. Dann machen wir Teil 2. Ja, gut.